Haben wir. So. Es dürfte ja gar nicht mehr allzu weit weg sein, glaube ich. Den nehmen wir doch auch gerne mit auf den Weg. Und wieder eine Kutsche. Ja, nur der Stärkste überlebt. Los geht's. Jacob, Darling, trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Britischer Konsul antwortet mit Machtdemonstration auf Yangtze-Unruhen. Also, womit könnte ich Starex Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Die Themse nicht berühren oder hineinfallen. Okay, ohne die Themse zu berühren. Erreiche ich jetzt die Milners Schmuggelware. Ja, da müssen wir nur schauen, dass wir hier immer eine ordentliche Mitfahrgelegenheit bekommen, würde ich mal sagen, ne? Genau so muss es laufen. Uiuiui. Wow, rüber schnell. So, das haben wir geschafft. Uiuiui. Na, wie schaut's aus? Holt ihr euch jetzt einfach mal den? Ich tue derweil mal schauen, wen wir denn hier so überhaupt alles haben. Okay, der ist sowieso am Sterben. Da hole ich mir mal schnell Munition. Ach so, mit den Dynamitkisten soll ich die zerstören. Okay, verstehe. Dann zünden wir die mal an. Hat das einer gemerkt? Nö, warum auch? Okay. Dann halt so. Ich
Du hast doch bestimmt noch ein bisschen Muni für mich hier. So, dann tragen wir mal schnell die hier hin. Zünden die an. Die nehmen wir derweil mal mit. Nach hier hinten. Was? Zwei Schmu... Was? Was habe ich denn jetzt wieder nicht geschafft hier? So eine Kacke. So, jetzt bist du dran. Die tun wir mal plündern beide. Den hätten wir. Genau, komm mal her, schau mal, was mit dem Arm passiert ist. Ja, hätten wir auch. So. Und dann sind wir schon dabei, die letzte zu sabotieren. Liegt zwar auf dem Kopf, aber geht trotzdem. Das hätten wir. So, jetzt muss ich den Milner sabotieren. Umbringen. Nicht sabotieren. Also natürlich tue ich den damit auch sabotieren, aber wenigstens ärgert er sich nicht mehr. Ist doch lieb. So, die Kiste nehmen wir noch mit. So, da sind überall Gegner, die den bewachen. Ihr solltet auf sie aufpassen. Wofür bezahle ich euch denn? Da hat sich jemand eingeschlichen. Siehst du den? Der hat hier nichts zu suchen. Aha. Und jetzt? Ach komm, machen wir es doch mal spannend, oder? Was geht denn jetzt ab? Oh, das hat nicht funktioniert. Ah doch, ach, das war der schon. Okay. Dieser Tag musste hier kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Starrick und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? So, wie sieht's denn aus, hm? Ich würde sagen, momentan schaue ich mir eher eure Innereien an, meint ihr nicht? So, jetzt plündere ich die alle mal. Das gibt wenigstens schön viel Geld und Gedöns. So.
Pearl Atterray müssen wir jetzt aufspüren. Machen wir doch gerne. So. So, und einmal runter da. Okay, dann müssen wir auf die nächste Gelegenheit warten. Da fahren wir doch einfach mal mit. Und rüber hier. Da bist du ja. Was hast du als nächstes vor? Was war das denn gerade bitte? Ja, schau mir doch mal, was als nächstes vorhat, die gute Pearl. Ein Level 10er hat die bei sich. Okay, das ist uncool. Da sollten wir einfach mal gemütlich schauen, was die gute so vorhat. Hat das jemand mitbekommen? Nö, das hat keiner mitbekommen. So, wie kommen wir da rein? Von hier unten anscheinend gar nicht. Dann betreten wir das doch mal hier. Gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Oh, fuck. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es im Zusammenhang. Seit Milner tot ist, gehört mir die einzig verbliebene Omnibusgesellschaft in London. Wir haben jetzt schon ein Monopol auf den öffentlichen... Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt, Schwester. Oh shit. Pack den! Schaff den weg! Einer muss sich um ihn kümmern! So, ich kümmere mich erstmal um euch, würde ich sagen. Den plündern wir auch noch. So, da gehe ich besser mal wieder da hoch. Holen wir noch schnell die Kiste.
Schmuggelware sabotieren. Ja, leider komme ich da nicht mehr hin, deswegen wird es nichts mehr. Sorry. Entkommen. Zwei Schmuggelladungen gleichzeitig sabotieren. Ah, okay, das hätte ich machen müssen. Da hätte ich so eine Reinschaltung am besten machen müssen wahrscheinlich. Okay, aber juckt nicht. Lederhandschuhe könnte ich herstellen. Oh, guck mal einer an. Okay, der hätte eigentlich runterfallen sollen, aber na gut, macht ja nichts. So, die wir auf jeden Fall sabotiert. Und ja, was machen wir denn dann als nächstes? Beziehungsweise, was müssen wir als nächstes machen? Ah, Endstation, das können wir aber wieder... Oh, das ist jetzt quasi die letzte Sequenz 5 Geschichte. Und das Coole ist, das können wir auch wieder machen mit unserer Ivy. Okay, derzeit nicht gewechselt werden, weil ich hier oben drauf sitze. Verstehe ich? Ja gut, dann müssen wir ja erstmal runter. Aber jetzt. Ja, dann mal los, würde ich sagen.